Hi, ich bin Robert und das hier ist meine Pfannestadt 34. Zwei Projekte möchte ich in diesem Video eigentlich hier angehen. Erstens natürlich meine Pfannestadt 34 zu restaurieren und zu reparieren und zweitens einen YouTube-Kanal dazu zu erstellen und euch zu zeigen, wie so eine Restauration bei diesem Schiff funktioniert. Von beiden habe ich nicht allzu viel Ahnung. Ich hoffe aber mit ein bisschen Unterstützung von euch und mit den ganzen Leuten, die ich hier so kennenlernen werde, dieses Projekt natürlich erfolgreich zu Ende bringen zu können. Ende Januar ging es los. 80 Kilometer über die Landstraße mit 25 km/h von Bielefeld ins Münsterland. Stopp! Ups, da steckte der Mast ein wenig in der Krone. Ja, wirklich nochmal vielen Dank an euch beide. Bei der nächsten Tour ins Wasser seid ihr auf jeden Fall wieder mit dabei. Leider endete die Fahrt 100 Meter vorm Standort. Das Feld war ziemlich matschig und der Unimog hat sich auch ordentlich eingegraben. Zwei Tage später war dann schön frostfrüh und der nette Bauer von nebenan hat mich auf den letztendlichen Platz gezogen. Hier steht das Boot auch heute noch, eine Plane noch drüber und so konnte es erstmal ein, zwei Monate da stehen. Der Passat musste erstmal ein bisschen leiden. Wir haben glaube ich 150 Kilo auf dem Ding drauf gehabt und wir haben die größten Latten gekauft, die es überhaupt im Baumarkt gab. Und ja, dann haben wir da eine Treppe rangezimmert. Als nächstes haben wir dann ein kleines Zelt gebaut aus Stangen für PV-Anlagen. Das hat auch so 4 Stunden gedauert und die Stangen wurden an den Relingstützen verankert, konnte man schön mit Hammerkopfschrauben in den Stangen schrauben und die Sache ist auch wirklich sehr stabil. Leider, nach 3,5 Stunden war dann der Akku alle und wir gefrieren alle zum Standbild. Ja, nach der ersten Sichtung des Innenraums und mal das Abschrauben von ein, zwei Platten war wirklich klar, dass da alles raus muss. Alles muss raus. Das war eine pure Seuche da drin. Wespenscheiße, verschimmelt, verrottetes Holz. Also wirklich eine ganz, ganz unangenehme Arbeit. Möchte ich so nicht normal machen. Das Ganze hat so im Grunde 4-5 Tage gedauert, waren ungefähr 15 Säcke, die ich zum Recyclinghof gebracht habe. Und so leid es um einen eigentlich um das Teakholz tut, wird alles im Winter verheizt. Kurzer Zwischenstand. 3 Tage Arbeit, 9 Säcke Styropor, ist das Schiff im Vorschiff leergeräumt. Ballon raus. Sitzsäcke raus, Tisch raus, Schott raus und auch die Küche bzw. die Pantry ist raus. Ja, als nächstes ist dann der Diesel dran gewesen. Der stand mir noch ein bisschen im Weg. Von außen sah der ganz gut aus, hat zwar irgendwelche Anschlüsse, die ich so nicht identifizieren konnte, aber es wird eh alles umgeschweißt. Als erstes haben wir natürlich den Tank abgelassen. Da waren so 70 Liter drin. Diesel allerdings war das nicht mehr.
sondern eher so eine Orangensaft-Wasserbrühe. Hat auch kaum noch gestunken. Also die Bakterien, die Dieselpestbakterien haben da schon gute Arbeit geleistet, würde ich sagen. So, mal einen Blick da rein. Seeche, würde ich sagen. Gelbe Seeche. So, also jetzt als nächstes hier einmal meine Filmkünste. Schön mit Kamera umstellen und so. Das ist übrigens gar nicht so leicht, ne? So, da hinten war jetzt endlich auch die letzte Holzbeplankung weg und man konnte eigentlich durch den Luken hinaussteigen, was allerdings mit 47 dann auch etwas beschwerlich ist. Aber geht noch. Und ja, wenn die Kamera nicht läuft oder ich es nicht bemerkt habe, ist auf jeden Fall auch immer Perry Roden mit dabei. So sieht die Hütte heute aus von innen. Eigentlich schön, das Raumschiff aus Aluminium. Naja, fetzt schon. Ja, vielen Dank erstmal, dass du das Video bis hierhin geschaut hast. Im nächsten Video geht es um die Demontage des Steaks auf der Sitzbank hier vorne und natürlich ums Abschleifen des gesamten Bootes und die Demontage des Motors, Ausbauen, Reparatur. Wir müssen mal sehen, wie das Ding da drin so aussieht. So Leute, das war's. Daumen hoch, wäre nicht schlecht. Kanalabo, würde ich mich auch drüber freuen. Es geht auf jeden Fall weiter und bleibt vor allen Dingen für mich sehr, sehr spannend. Ciao.